Machen wir in diesem Tutorial kurz einen Abstecher in die normale Welt der Benutzung von Smartphones. Falls Sie die Funktion Kopieren kennen, brauchen Sie dieses Video eigentlich nicht weiter anzuschauen. Aber vielleicht nehmen Sie, wenn Sie sich entschlossen haben, das Video doch weiterzuschauen, den einen oder anderen Kniff, den Sie noch nicht kennen, doch noch mit. Okay, legen wir los. Nehmen wir an, Sie wollen für Ihre Nachricht eine Textpassage aus dem Internet verwenden. Dazu öffnen Sie die Seite im Internet, in der die Textpassage vorkommt. Tippen Sie dann circa eine Sekunde an den Anfang des Textes. Die ersten zwei Zeichen sind daraufhin markiert. Ziehen Sie am rechten blauen Anfasser zuerst nach rechts und dann nach unten, bis der gewünschte Text markiert ist. Tippen Sie dann auf Kopieren und wechseln hardwareseitig zu Ihrer Nachricht zurück. Tippen Sie kurz in das Nachrichtenfeld. Die Bildschirmtastatur wird angezeigt. Tippen Sie nochmals, dieses Mal etwas länger, in das Nachrichtenfeld und Sie können über Antippen des Befehls Einfügen den Text in das Nachrichtenfeld kopieren. Durch Scrollen mit dem Zeigefinger können Sie die Nachricht, bevor Sie sie abschicken, auch nochmals anschauen und gegebenenfalls korrigieren. Hier im Beispiel platzieren wir durch Fingertipp den Cursor oberhalb des Absatzes, der mit die Michaelskirche beginnt. Drücken Sie dann dreimal die Korrekturtaste Ihrer Bildschirmtastatur. Dasselbe machen Sie mit den überflüssigen Absätzen am Ende des Textes. Auch zwischen Adresse und Ansprechperson verfahren Sie so. Sind Sie fertig, schicken Sie die Nachricht ab. Sie können auch ganze Nachrichten kopieren. Wechseln Sie dazu zum Chat, in der die gewünschte Nachricht vorkommt. Tippen Sie diese Nachricht dann circa eine Sekunde an. Daraufhin ist die Nachricht markiert und Sie können diese über die Schaltfläche Kopieren oben rechts in der Bearbeitungsleiste in die Zwischenablage aufnehmen. Wechseln Sie zurück zum Chat, in der Sie die kopierte Nachricht verwenden wollen. Gehen Sie dann analog zum Kopieren über das Internet vor. Tippen Sie also zweimal in die Texteingabefelder, bis Sie die Schaltfläche Einfügen sehen. Tippen Sie diese an, wird die Nachricht eingefügt. Auch hier könnten Sie diese Nachricht selbstverständlich noch bearbeiten. Hier im Beispiel belassen wir aber die Nachricht so, wie sie ist und verschicken sie lediglich. Im nächsten Video beschäftigen wir uns dann mit dem Feature Ausschneiden.